Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Aufnahme des Fails. Wieso gehen die Treppen hier nicht rauf? Ich verstehe es nicht. Ja, genau so war ich in dem Moment und dachte mir so, hä? Das ging doch mal, aber ich glaube, es ging wirklich nicht. Das war irgendwie so ein Fail von mir. Ich weiß nicht genau warum. Oh, Zombie. Stopp, 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 stopp und stopp. Ja, eigentlich, dachte ich, es wäre möglich, aber ich habe es tausendmal versucht hier gerade. In dem Moment habe ich gerade wie wild auf meine rechte Maustastatur eingeklickt, aber da war wohl doch nichts. Tja, wow, Zombie. Er tanzt, nur für uns. So. Die Treppe dann noch schnell mitnehmen. Ja, wie gesagt, die zweite Serie der Aufnahme. Es gibt zum Glück keinen dritten. Hier läuft irgendwie was falsch. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt getan habe. Aber jetzt dachte ich mir so, hey, cool, wenn du jetzt hier so eine Treppe baust, sieht sich ja voll edel aus, so eine Holztreppe mitten im Wald. Warum, oh, wow. Warum nicht? Ich müsste mal was essen. Ich glaube, ich habe nichts mehr gehabt im Moment, das könnte durchaus sein. Na gut, dann, oh, Level. Njom, 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 njom. Wow, schon wieder ein Zombie. Autsch, autsch, stirb, stirb. Okay. Doch, 24 Kekse habe ich noch, dann fange ich mal an. Mit Keksen. Njom, 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 njom. Was ist das da hinten eigentlich? Seht ihr das Goldene da hinter den Bäumen? Das sieht irgendwie strange aus. Problem ist, wenn ich jetzt hinlaufe, dann bin ich wahrscheinlich tot. Weil irgendein Creeper um die Ecke kommt und ich denke, nein, nicht so, mein Freund, nicht so. Muss aufpassen hier, dass ich nicht wirklich irgendwie weggesprengt werde oder so. Ist ja schon scheiße. Wow, chill mal, Digga, chill mal. Chill mal, Wilma. Jetzt habe ich hier irgendwas gehört gerade gehabt. Ja. Ist schon schwierig nachzubauen. Brauchst so eine kleine Aktion von mir, Astizäune bauen und dann zählen, ob wie viele Fälle ich brauche. Stirb, du Ungeziefer. So. Und ja, einfach mal einen doppelten Zaun, ist ja vollkommen egal. Tja. Und klack. Da war gerade ein Creeper. Genau. Pack den Bogen aus, wir spielen Creeper und Crafter. Jetzt wollte ich was Cooles sagen, aber da kam jetzt nichts Gescheites aus meinem Gesicht gepflupft. Was der mich nicht sieht, wundert mich gerade ein bisschen. Wow, das sieht mich. Lass mich in Ruhe. Nein. So. Flip in your face. Stirb. In your face. Und du stirbst auch noch. Super. Sind die Probleme erledigt. Und es sollte gleich eigentlich auch Tag werden. Sieht schon so aus, wenn die Sonne da hinten, der Mond da hinten verschwindet. Na komm her. Gleich Zweier, hallo. Das ist unfair. So. Ja, es sieht so aus, wenn die Sonne gleich verschwinden würde. Das heißt, es würde gleich Tag werden. Mal schauen, warum baue ich das eigentlich hier wieder zu in dem Moment? Oh! Creeper! Hallöchen, du alter Schlawiner!
Na gut. La 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 la. Oh, Zaun alle. Na gut. Gibt's halt keinen Zaun, mir auch egal. Habe ich das hier richtig gebaut? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das richtig ist, wirklich. Hab da ja so ein bisschen meine Bedenken. Brennt da was oder wie sah das gerade aus? Ah, das ist nur die Sonne. Ich dachte, hä? Die Erde brennt, oh mein Gott, nein! Die Erde brennt, die Katastrophe, now! Now is. Nobody can help us! No! Nein, ich kann kein Englisch. Ich tue nur immer so, damit die Leute denken, ich könnte Englisch. Und das verrate ich natürlich keinen und deswegen kann ich das dann doch irgendwie. Ne? Also ich habe es jetzt nicht verraten, dass ich so tue, als hätte ich Englisch könnte. Indem ich Dinge wie sage wie Hello, mein Name ist Frank. Und das war's dann. Mehr kann ich aber nicht. Das ist einfach so. So. Jetzt aber ein paar Zäune hier machen, damit wir uns auch absichern können gegen die Creeper, damit nächste Nacht nicht wieder 3 Trilliarden feindliche Gesinne hier durch die Gegend spazieren. Ein Stack kriegt man da auf jeden Fall raus, sieht man. Eigentlich sind ja 2 Stacks dann, stimmt. Flup. So. Oh. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können, damit es hier noch ein bisschen besser wird. Klack. Na komm. Klack. Hier noch ein bisschen abgesichert und dasselbe können wir eigentlich hier drüben machen. Flup. 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 Und hier können wir noch ein hochgehen eigentlich. So. Tada. Das sieht doch schnieke aus, oder? Oder nicht? Oder ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen zugebaut, was man sich mega sinnlos war, aber naja, gut. Wir werden schon sehen, dass das Dach dann im Endeffekt. Oh. Entschuldigung. Wir werden schon sehen, dass es nachher im Endeffekt dann noch ganz anders aussieht, denn ich habe ja mittlerweile schon die nächsten Folgen aufgenommen. Weil die Folge, die kommt heute raus. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, damit solche Aufnahmen, die ich getätigt habe, nochmal nachzusprechen. Ich finde das sehr ermüdend, weil wenn du nur da sitzt und nur laberst, dann wirst du mega schnell müde, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Wenn einer von euch jetzt playen sollte, kann er mir das ja mal schreiben, aber mal, das wäre eine interessante Frage, ob nur mir das so geht oder ob das wirklich so ist. Dass wenn man seine eigenen Let's Plays nachspricht, weil die Tonaufnahme zum Beispiel nicht geholfen hat, ob man dann schneller müde wird. Weil man dann vielleicht mehr labern muss. Also prinzipiell ist es ja so, dass bei Leuten, die, das sind so Tipps für Let's Player von euch, wenn ihr eure Stimme nicht durchweg trainiert, das heißt immer viel und laut sprecht, dann werdet ihr beim Reden sehr schnell müde. Das ist bei mir momentan der Fall, weil ich halt, durch die lange Freizeit, die ich jetzt hatte, im Vergleich zu dem, was ich in Freizeit hatte, sehr wenig gesprochen habe, eigentlich nur in den Let's Plays. Weil ich meine, wenn man zu Hause ist, dann spricht man natürlich nicht unbedingt mit sich selber. Und das wird mir ein bisschen zum Verhängnis gerade, weil ich jetzt halt sehr schnell müde werde durch das viele Sprechen. Aber das wird sich nach einer Weile hoffentlich wieder angewöhnen, vor allen Dingen. Na gut, wenn ich jetzt umziehe, wird das wieder? Naja, mal schauen, wie das so endet. Auf jeden Fall ist es so ein kleiner Tipp für euch, also wenn ihr das spielen solltet, dann versucht eure Stimme immer durchgehend zu benutzen und vor allen Dingen lautstark zu benutzen, also jetzt sollte niemand zusammenschreien am besten und vor allen Dingen nicht irgendwelche Leute, die mit euch zusammen wohnen. Brutti Mutti, ich muss meine Stimme trainieren. Aber ihr solltet schon immer laut und deutlich sprechen. Damit ihr nicht müde werdet. Das, so mein Tipp. Weiß gar nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich glaube, ich habe das Grafikpack geändert, bin mir aber nicht sicher. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich weiß es nicht. Also Aufnahmeschluss ist ja noch nicht. Es geht hier noch 5 Minuten ungefähr. Was habe ich hier gemacht?
Ich bin leicht verwirrt. Ah, doch, okay, ich habe doch die Aufnahme geändert, ich habe doch die Grafik geändert. Denn ich wollte, dass sie so haben. Sieht doch schon viel freundlicher aus. So. Das hakt natürlich immer ein bisschen, wenn man aufnimmt gerade, dann dauert das natürlich ein bisschen länger. So. Und dann hauen wir hier noch ein bisschen Erde hin. Klack, klack. Und hier noch ein bisschen bis hierher, aber das wird natürlich nicht reichen jetzt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen was weg noch. Und lalalilu. Und fertig ist der Schuh. Ich kann ja das, was wir genommen haben, noch nehmen hier, um noch ein bisschen was auszubessern. Ansonsten haben wir hier noch ein Stück Feld fertig. Das ist doch super. So. Jetzt machen wir hier noch. Das werde ich dann auch wieder wegmachen. Das sieht ein bisschen scheiße aus in dem Moment. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Es wird hier alles ein bisschen anders sein. Es wird hier, ich möchte euch nicht zu viel verraten, es wird sich auf jeden Fall hier noch ein bisschen was verändern in den nächsten Folgen. Das habe ich alles schon aufgenommen, wo ich hier nochmal ein bisschen was abreise und wieder was Neues mache. Denn bei manchen Dingen frage ich mich so, wie kam ich auf die Idee? Da habe ich das mal schön auf Zeug rumgejumpt. Bei dem zum Beispiel, wie kam ich auf die Idee? Das sieht mega beschissen aus eigentlich. Das sieht so aus wie irgend so ein Holzding, was da hingelegt wurde, weil der Bauer nichts anderes da hatte dafür. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Wenn das dem so ist, dann ist dem so. Ich frage mich übrigens, ob wir keinen Helm hatten. Ich weiß nicht, war das so eine Angewohnheit von uns in der Welt, dass wir keinen Helm getragen haben? Oder wie sehe ich das? Ich weiß es gerade nicht. Mal schnell ein bisschen das Zeug fertig machen. Na gut, viel kann da nicht raus. So. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, habe ich ein. Hä? Ja, habe ich versucht, mich reinzusetzen, loszufahren. Das ging aber auch nicht so wirklich. Ah, komm zurück. Oh mein Gott, okay. Ja, die Geschwindigkeit ist atemberaubend mit dieser Bahn einfach. Es ist einfach phänomenal. Man möchte am liebsten sitzen bleiben. Geschwindigkeit. Epileptiker. Und da ist unser stolzes Haus. Flup. Super. Dann geben wir mal einen ins gescheite Heim. Wie ich auf die Idee kam, das Dach so zu machen, dass das Dach aus Stein ist, weiß ich bis heute nicht. Also das war, weiß nicht. Das war so ein Fail von mir. Aber glaubt mir, ich habe keine Lust, das gesamte Dach nochmal abzureißen. Weil wir alle jetzt nicht wissen, das ist ein komplettes Haus, das es einmal rumgeht. Und wenn ich das Dach abreiße, dann bin ich morgen noch nicht fertig. Darum wird das Dach wohl so bleiben müssen. So. Lalalalala. Dem Moment hätte ich vielleicht mehr Essen mitnehmen sollen als 17 Kekse. Das war nicht sehr intelligent, aber na gut. So. Geh kaputt. Und zurück.